Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Wir sind hier bei Bad Nauheim Spielt und bei mir ist die Ronja. Und die Ronja erklärt uns jetzt, worum es bei der Mystic Vale Erweiterung Tal der Magie und Tal der Wildnis geht. Ja, genau. Das ist eine Doppelerweiterung. Das heißt, in Amerika waren das zwei einzelne Sets, die bei uns jetzt direkt in einer Schachtel rauskommen. Und ganz, ganz viele neue Karten für Mystic Vale mitbringen, was sich viele Leute auch schon sehnlich gewünscht haben. Die eine Erweiterung, das Tal der Magie, ist im Prinzip mehr von dem, was man schon kennt. Also ganz viele neue Unterstützungen und ganz viele neue Aufwertungen. Und Tal der Wildnis bringt tatsächlich nochmal einen Twist rein, in dem es Anführerkarten gibt. Davon kriegt jeder Spieler am Anfang des Spiels zwei Stück, sucht sich einen aus und schiebt den schon mal in eine von seinen Hüllen. Dadurch hat man jetzt also ein kleines bisschen individualisiertes Startdeck. So, normalerweise haben wir alle die gleichen Karten am Anfang. Dadurch hat jeder also jetzt eine einzigartige Fähigkeit, die nur ihm zur Verfügung steht in dem Spiel. Das ändert dann auch nochmal so ein bisschen das eigene Vorgehen vielleicht, je nachdem, welchen Bonus dieser Anführer einem gibt. Und ja, macht das Ganze so ein bisschen asymmetrischer. Das zweite, was neu ist, sind Karten mit diesem Überdeckungssymbol. Normalerweise ist es ja so, wenn man eine Aufwertung gekauft hat, darf man den gleichen Bereich auf der Karte nicht wieder überbauen. Also man kann nur darüber oder darunter was hinzufügen, aber nicht an der gleichen Stelle. Mit diesen Karten darf man das. Die kann man also über bereits gespielte Aufwertungen stecken oder dahinter, wenn man hier so einen Seitentext dadurch vielleicht ergänzen kann. Sodass man dadurch also noch mehr Flexibilität hat, wie man seine Karten so nach und nach zusammenbaut und jede Partie nochmal viel, viel mehr Wiederspielwert bietet. Und das war's. Und an der Länge des Spiels und Spieleranzahl, das ist wahrscheinlich alles gleich geblieben, nehme ich mal an. Ja, ganz genau. Dann ganz vielen Dank für diese kurze Erklärung. Sehr gerne.